So, einen wunderschönen Clicker Hero Folge 39. Yay! Ja, yay. Ich hab mir überlegt, weil wir Passivbild haben und dementsprechend unser Clicker frei ist, hat ich den Clicker benutzt, um als Zeitweil ihn hierauf zu packen, damit er uns immer mal ein bisschen Level farmt. Hat doch ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt mittlerweile Level 50. Gucken wir mal, was das gebracht hat. Wahrscheinlich nicht allzu viel, aber immer ein bisschen was. So, na klaro, noch einer gestorben. Was auch sonst. Ja. Kannst gleich einen neuen holen und der nächste kann gleich sterben gehen. So. Sehr schön. Das ist echt geil. Danke dafür. I appreciate it. Gut, wir tun auf jeden Fall die Windmacherin, da kriegen wir keine 10 Level, schade eigentlich, kriegen wir hier vom Mond auch nicht. So, wir haben 100, Level 100 schon mal geknackt, sehr schön. Okay. Achso, ja. Mann, weg. Hä? Plus 300 Level voll, plus 300 Gold von Monstern haben wir doch schon. Kann ich mich verarschen? Ah, das gibt er dazu. Na gut, das ist natürlich geil. Ja, die anderen beiden sind relativ witzlos, aber das erste ist ganz geil. Das kickt ihn noch mal ganz schön hoch. Gut. Hätten wir das also auch. So, ansonsten. Wo ist unsere Armen hopp? Alle hopp. Da. 25 Level kriegt er. Achso, halt, nein. Noch nicht, aber das ist halt, damit wir mal gucken können, wie viele wir mittlerweile bekommen würden. Und 3 ist halt noch ein absoluter Witz. Also da muss definitiv noch einiges passieren, bis wir die nächste Ascension in Angriff nehmen. Aber das heißt, wir brauchen nächstes Level 90. Warum ist das schon wieder in Deutsch? Ich hab's doch auf Englisch gestellt, oder nicht? Gott. Englisch. Fuck off. So. Nee, ich bin nämlich mittlerweile bei meiner mobilen Version auch in Englisch, damit wir hier alles auf Englisch haben. Weil, ich meine, es ist zwar ganz cool, ist ein deutsches Spiel, also ist ein Spiel, was es auch in Deutsch gibt. Ne? Von daher würde es sich ja eigentlich anbieten, so dachte ich bisher. Mit kann man ja auch auf Deutsch spielen, weil meine Zuschauer, also ihr seid in der Regel deutsch beheimatet. Und ich halt auch. Und da dachte ich, ja, warum nicht? Wenn das Spiel Deutsch kann, warum machen wir es nicht auf Deutsch? Aber leider ist ja Deutsch alles total verkackt. Also eigentlich nicht alles, aber halt die ganzen Namen, die sind halt alle anders. Und damit wir da nicht wegen diesen ganzen Wikis immer wieder rumwikien müssen, dachte ich mir so, fuck off, wie spielt es halt in Englisch? Gut, ich meine, wir haben es ja jetzt oft lange genug in Deutsch gespielt, heißt also die ganzen Hilfesachen müsstet ihr mittlerweile alle kennen, soweit. Wenn nicht, könnt ihr euch ja alte Folgen anschauen oder halt. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Oh, den Boss schaffen wir nicht. Schade eigentlich. Dann müssen wir wieder ein bisschen Nachhilfe leisten hier. Auch wenn das kein Primal Boss ist. Schade eigentlich, aber gut. Was soll's. Achso, ach Gott. So, noch ein bisschen Gold farmen. War ja klar. Hä? Was ist das denn eigentlich? Das ist doch Yuki, oder? Warum steht denn aber hin? Warum stand gerade... Ach so, gut, okay. Die Meldung mit dem Guild kam wohl gerade, als es noch Deutsch war. Eben, siehst du, die heißt... Selbst unsere Helden haben andere Namen. Das ist so behindert, dass sie jeder andere Namen hat. Hier. Das hier war unser irgendwas mit Ritter. Das hier war Yuki. Also haben alle jetzt andere Namen. Beziehungsweise sie hatten andere Namen im Deutschen. Das sind ja die Originalnamen. Muss man ja dazu sagen. Der einzige, der so ein bisschen gleich geblieben
geblieben ist, ist hier zum Beispiel Amenhop. Der ist gleich geblieben und noch ein paar. King Medea zum Beispiel. Sid glaube auch. Genau, Sid ist auch. Aber eben. Ah, und Tweebeast. Yvonne auch. Aber eben. Es gibt halt. Gerade hier unten. Heißen halt sehr viel auf einmal ganz anders. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Deutsch und gut, aber bitte keine Eigennamen. Wer übersetzt Eigennamen? Ich meine, ich heiße doch im Englischen auch nicht ich auf einmal Tim, sondern ich heiße Ronny. Egal ob im Deutschen oder im Englischen oder im Japanischen oder im. Gut, okay, im Japanischen schaut das vielleicht ein bisschen anders aus. Wobei Ronny, also Ro und Ni sind ja zwei japanische Silben. Heißt also, man könnte meinen Namen tatsächlich relativ easy im Japanischen aussprechen. Kann Google Translate auch mit Hiragana arbeiten? Gucken. Na komm, mach eine. Alter, hallo Internet? Quatsch doch nicht. Mann, Japanisch, wo ist denn Gott? Cool, da. Roni. Roni. Oh, doch, klingt doch ein bisschen anders. Roni. Je nachdem, wie man raufklickt. Ronny. Hey, die wechselt immer die Aussprache. Ronny. Jetzt schnell jetzt. Ronny. Ja, kommt doch so ein Scheiß. ja, das hier kann man. Ja, nee, also die japanische Schrift kann ich dann noch nicht. Also, ich kann zwar hier ist doch Hiragana. Hiragana ist doch die, Hiragana ist die Schrift mit den arabischen Zeichen. Die Hiragana sind die japanische Schrift neben Kanji und. Nee, doch nicht. Gott, wie war denn die. Also eben, die Hiragana ist praktisch die Lautschrift. Aber es gibt halt die Hiragana, die kann man halt auch mit arabischer Schrift schreiben, also mit arabischen Buchstaben. Hier sieht man mit U und Q und Su und da gibt es halt einmal Ro hier unten. Und dann gibt es Ni. Das ist. Wow. Hier. Ich bin voll am Schichten. Für. Mein Name heißt auf Deutsch einfach mal Für. Ernsthaft jetzt. Donny. Oh, ich setze es an. Aber wer ist denn jetzt die Schrift? Tabelle der Hiragana sind. Die folgende Tabelle listet Grundlagen dort der Fälle aller in ihrer Reise nach. Ach Quatsch, ist schon wieder Arabisch. Klar, Arabisch sind ja unsere Zahlen. Ist ja Lateinisch. Aber das ist Hepburn-System? Okay. Ich dachte, das hatte einen anderen Namen. Nice. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall, ich treffe mich wieder komplett ab hier. Ist ja nice. Gut. Haben wir die Aufnahme auch wieder ein bisschen in die Länge gezogen? Sehr schön. Schaffe ich meine 10 Minuten. Kann ich Werbung schalten? Spaß. Nein. Wir brauchen noch 4 E42. Nee, doch. Doch. 4E22, also noch ein bisschen. Ja, das ist natürlich hier das Räumchen. Das kriegen wir also nicht so schnell. Bleibt uns nur der verzweifelte Kampf quasi. Wobei ich nicht weiß, ob wir den Boss bei 110 schon schaffen. Ich glaube eher nicht. Nee, auf keinen Fall. Das ist sowas von absolut gar nichts. Dass das schon fast traurig ist. Oh Gott. Kommen wir erstmal darauf. Bup. Genau so hatte ich das jetzt auch zwischen den Aufnahmen gehabt, nur halt bei ihr.
Ja. Bringt halt nur leider nichts. Oder wir könnten auch schon auf ihn sparen, aber er kostet halt relativ viel. Kann man gucken, wie viel man verdient? Wo war das? Hier unten, ne? Shop. Genau, das ist für 8 Stunden. Also in 8 Stunden würden wir 1,25 verdienen. Das würde also bedeuten, dass ich, um ihn zu kaufen, 4 Stunden bräuchte. Das würde also heute Abend so gegen 24 Uhr sein, also 0 Uhr. Dann hätten wir also bis morgen früh, bis zur nächsten Aufnahme, von durchaus schon ein paar Level. Dann machen wir das am besten auch. So, okay, das heißt, wir haben dann bis morgen früh hier von ihm schon ein paar Level. Und wir konzentrieren uns jetzt darauf, hier ihn noch auf Level 10 zu bringen. Bumm. Fisch. Bam, easy. Dafür reicht es noch nicht. Schade eigentlich. Ja. Viel mehr können wir hier doch gar nicht machen. Ist das schon wieder traurig. Aha. Hä, jetzt? Ah, sag ich doch, steht normalerweise hier mit bei. Ja. Wow, das ist also auch in der deutschen Version nicht mit dabei. Ja, wow. Ey, wer macht denn sowas? Was denken die sich denn hier mal aus für eine Kacke? Hier shit's doch. Lol, sind die bescheuert. Naja, okay, lassen wir das. Also, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich werde verrückt, weil irgendwas nicht so ist, wie ich es denke, dann liegt es nicht daran, dass ich verrückt werde, sondern dass wir die falsche Version spielen. Ist das nicht eigentlich alle für Sprachen? Achso, hatten wir schon mal geguckt, ne? Japanisch gibt's? Doch, Japanisch gibt's. Ich glaube auch nicht. Und natürlich wieder ganz andere Namen, ne? Sieht interessant aus. Ja, gut. Ich kann, wo ist denn jetzt nochmal Sprache? Sprache, ist das hier die Sprache? Was heißt das auf Deutsch? Kann man das übersetzen? Translate, Google, Sprache? Ist hier Sprache? Nein. Oh, schau mal, ich kann Japanisch lesen. Warning, if you are in a clan, do not share this safe game. Ja, ich bin quasi Japani-Profi, ja? Weil wir sehen ja, das gesamte Spiel ist in Japanisch. Es ist also proved, ja? Das hier ist Japanisch und ich kann es lesen. Wallah habibibi. Nee, ich war beleidigt, komm, wir machen wieder Deutsch hier. Okay, man muss es ja nicht übertreiben. So, verdammt. So, dann haben wir noch gut 17 Sekunden. Das kriegen wir auf keinen. Obwohl doch, könnte fast funktionieren. Ja, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt verdienen. Bekommen jetzt durch die Schnelle. Mach eine. Aber wir werden auf jeden Fall den Boss nicht schaffen. Jetzt können wir sowas von. Nee, wir kriegen. Gott, das kostet so viel. Warum kostet das so viel? Warum kriegen wir so wenig von denen? Das ist Arsch, das ist billig. Mal wieder hier Bienchen verkloppen. Wissen wir ja alle so mit Bienchen und Blümchen. Und wieso ging das doch? Yay, yeah, Clickstorm. Ah, Clickstorm. Was war Clickstorm nochmal? Clickstorm. Hä? Ja, eben Clickstorm. Was war das? Ja, eben. Wow. Ach ja, siehst du? Wow. Ich bin schon wieder in Deutsch. Alter. Englisch. Clickstorm, sag ich doch. Ist ja hier auch gelb umrandet. Kann ich böse. So, the question is, schaffen wir bereits den Boss? Ich glaube eher nicht. Jetzt aber wieder 18-fach. Muss wohl doch irgendwie ein Effekt von irgendwelchen Viechern sein. Oh, da kommt sie durch. Nee, ne? Level, skill down, monster required. Nein, alles nicht. Oh mein Gott, den Boss schaffen wir nie im Leben. Im Leben. Oh Gott. Vor allem, er bringt doch einfach nur 2 Hero Souls.
Das ist einfach so wahnwitzig, so dumm, ey. Das ist so, nee. Warum können wir nicht die mobile Version spielen? Da könnten wir jetzt schon 20.000 oder 10.000 Euro Souls bekommen. Und wir stammen uns hier rum mit 2. Das ist so traumatisierend. Das ist echt traurig. Na gut, okay. Also den Boss schaffen wir auf jeden Fall nicht. Der bringt auch die Skills hier nicht. Ja, hier, das ist absoluter Witz. Das wird gar nichts. Ja, da würde ich mal sagen, das war's. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Das heißt, ach, siehst du, man kann die Dinge auch auf Skills draufsetzen, ne? Hierauf. Ne, doch nicht. Schade. Aber hierauf kann man setzen. Badum. Also ich habe, glaube ich, schon auch gezeigt, ne? So, auf jeden Fall bleibt das Ding da drauf. Dann würde ich mal wieder sagen, ja. Ciao mit V, bis morgen früh und dann mal gucken, wie viele Levels wir von unserem Macker hier bekommen haben. Werden wir dann sehen. Bin mal gespannt. Tschüss.